Herzlich willkommen, liebe Gemeindeglieder aus Tuningen und Thalheim und Sie alle, die Sie dieses Gottesdienstvideo heute mit anschauen. Heute ist Karfreitag. Wir denken daran, dass unser Herr Jesus Christus für die Sünden aller Menschen am Kreuz gestorben ist. So hat er uns mit Gott versöhnt und uns die Möglichkeit eröffnet, Frieden mit Gott zu haben. Er lädt uns heute wieder ein, sein Angebot anzunehmen und uns wieder Gott zuzuwenden. Wir dürfen es um seinetwillen. Er wird uns nicht abweisen, sondern annehmen. Dafür steht sein Kreuz. Ich grüße Sie mit dem Wort zum heutigen Tag aus Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wir danken dir, Herr, für diesen Gottesdienst und bitten dich, wirke du an uns, segne uns alle, die diesen Gottesdienst miterleben, mitfeiern. Amen. Für alle, die mitsingen wollen, sage ich immer die Liednummern an. Die Orgel spielt jeweils eine Strophe. O Haupt voll Blut und Wunden, Gesangbuch Nummer 85. Lese uns als Predigtext für den heutigen Karfreitag aus Markus Kapitel 15, Jesu Kreuzigung und Tod. Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Und es stand über ihm geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Desgleichen verspotteten ihn auch die hohen Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen, er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt wurden, schmähten ihn auch. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zur neunten Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, Lama Asaftani, das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen und das hörten, sprachen, siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihn zu trinken und sprach, halt, lass sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme.
Aber Jesus schrie laut auf und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Der Hauptmann aber, der dabei stand und sah, wie er starb, der sprach: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Liebe Gemeinde, mich bewegen viele Gedanken am Morgen dieses Karfreitags 2020. Von gestern Abend her muss ich noch an Petrus denken, der bekannteste aller Jünger. Er war es, der sein Leben für Jesus geben wollte. Doch als die Stunde der Versuchung kam, versagte er. Er war Jesus gefolgt. Er stand da und erlebte mit, wie Jesus verhört wurde. Und dann wurde er, wie wir es gern ausdrücken, schräg von der Seite angesprochen mit den Worten: Und du? Du gehörst doch auch zu Jesus. Er stritt es ab. Warum? Dreimal verleugnete er in jener Nacht seinen Herrn. Und als der Hahn zum zweiten Mal krähte, merkte er sein Versagen und weinte über sich selbst. Petrus steht für mich wie kein anderer für das, was unseren christlichen Glauben ausmacht. Er steht für die Vergebung. Denn als Jesus auferstanden war, begegnete er den Jüngern wieder und er vergab Petrus. Er setzte ihn wieder ein als seinen Jünger, ja sogar als den, der für die anderen Jünger sorgen sollte. Jesus konnte das, denn er hatte am Karfreitag auch für die Schuld von Petrus den Kreuzestod erlitten. So konkret ist die Vergebung, dass Petrus, der versagt hatte, wieder Jünger sein darf, stark sein darf und zu dem Felsen werden, zu dem er einst berufen wurde. So wie die Schuld von Petrus, so trägt Jesus die Schuld aller Menschen. Er kann und will uns alles vergeben, was wir getan haben. Er wartet nur darauf, dass wir zu ihm kommen und ihn um Vergebung bitten. Manchmal kommt er sogar von sich aus zu uns, wie er damals nach der Auferstehung zu Petrus kam. Seien Sie achtsam, wenn Sie merken, dass Jesus Christus sich bei Ihnen zu Wort meldet, dann verpassen Sie diese Gelegenheit nicht. Vertrauen Sie ihm Ihr Leben an. Heute Morgen beschäftigt mich ein weiterer Gedanke. Es ist vielleicht die Karfreitagsbotschaft für 2020. Ich glaube, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Zeit, in der die Botschaft vom Sterben Jesu aktueller war als heute. Heute, wo wir mit Schrecken sehen müssen, wie tausende Menschen weltweit und auch in unserem Land betroffen sind vom Coronavirus und wo tausende Menschen bereits daran gestorben sind und noch sterben werden. Ich teile nicht die Ansicht, dass die Pandemie eine Strafe Gottes sei, denn ich glaube nicht an einen strafenden Gott. Ich glaube mit Dietrich Bonhoeffer, dass Gott auch aus dem Bösesten Gutes entstehen lassen kann. Dafür bete ich auch, für unsere Welt, in der wir alle miteinander leben, und für unser Land und für unsere Gemeinden. Mit Blick auf die Corona-Pandemie sehe ich heute auf das Kreuz von Jesus und ich sehe eine Antwort Gottes. Wussten Sie eigentlich, was die Todesursache für Jesus war? Die Forschung hat herausgefunden, dass bei einer Kreuzigung durch die Art, wie die Menschen aufgehängt werden, der Tod durch Ersticken eintritt. Wenn die Kräfte nachlassen und man sich nicht mehr nach oben ziehen kann, wird der Druck auf die Lunge so stark, dass man erstickt. Im Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 15 heißt es über Jesus Christus: Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem, wie wir, doch ohne Sünde. Am Kreuz von Jesus sehe ich, es gibt kein Leid auf dieser Welt, das Jesus, der Heiland, nicht
mitleiden könnte. Er, der Heiland der Welt, er weiß auch, wie es sich anfühlt, zu ersticken. Er, der Heiland der Welt, er weiß auch, wie es sich anfühlt, allein zu sein. Neben der Erschütterung durch die Bilder, die wir in den Nachrichten über schwerstkranke Menschen in Italien sehen konnten, die in Bauchlage beatmet werden müssen, weil ihre Lungen so sehr geschädigt sind. Neben diesen Bildern erschüttert mich die andere Tatsache fast noch mehr, die Einsamkeit, in der gestorben wird. Überall, wo Corona die Todesursache ist, sterben Menschen einsam, weil sie isoliert werden müssen. Aus den Berichten von der Kreuzigung Jesu sticht für mich heute besonders hervor die Einsamkeit seines Sterbens. Er starb vor einer großen Öffentlichkeit und dennoch Mutterseelen allein. Seine Jünger waren geflohen. Die Frauen, die ihm nachfolgten, wurden von den Soldaten auf Abstand gehalten. Und in seiner Todesstunde kommt ein Satz über seine Lippen, den wir bei Jesus, dem Sohn Gottes, nicht vermuten würden. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn zum Leiden die Anfechtung hinzukommt, wird es unerträglich. Was meine ich mit Anfechtung? Anfechtung ist das Gefühl, nicht nur von Menschen, sondern auch von Gott verlassen zu sein. Liebe Gemeinde, es ist mir schier unerträglich zu lesen, dass auch der Sohn Gottes, Jesus, diese Anfechtung hatte. Aber gerade im Unerträglichen, in dem schier Unerträglichen liegt der Trost. Jesus erlitt die Anfechtung der Gotteswärme. Und er erlitt sie wie alles für uns, damit wir sie nicht erleben müssen. Darum ging er durch diese Anfechtung, von Gott verlassen zu sein, hindurch. Er trug alles für uns. Keinem von uns ist Gott fern, das dürfen wir wissen, das dürfen wir glauben, weil Jesus die Anfechtung der Gottesferne für uns erlitten hat. Und darum müssen wir sie nicht mehr erleiden. Das glaube ich. Wir werden in unserer letzten Stunde die Erfahrung machen, er steht an unserer Seite. Dafür steht sein Kreuz. Das glaube ich für uns und für alle Menschen. Amen. Für alle, die mitsingen wollen, sage ich wieder die Liednummer an, Gesangbuch Nummer 98, Korn, das in die Erde. Ich lade Sie ein, mit mir gemeinsam zu beten. Vater im Himmel, wir verstehen nicht, was mit dieser Seuche über uns gekommen ist. Wir verstehen auch nicht, warum es geschah. Wir werden aber nicht aufhören, dir zu vertrauen und darauf zu vertrauen, dass du etwas Gutes daraus machen wirst. Deshalb beten wir für alle Menschen, die bereits betroffen sind,
die an Corona erkrankt sind oder deren Angehörige erkrankt sind. Herr Jesus Christus, der du mit uns und für uns gelitten hast, gestorben und auferstanden bist, dich bitten wir für alle diejenigen, die Leid tragen um einen Angehörigen, für alle diejenigen, die selber im Sterben liegen, steh du ihnen bei. Lass sie erfahren, dass sie nicht allein sind. Reiche ihnen deine Hand und lass sie das Leben ergreifen, das du gibst. Heiliger Geist, der du tröstest, Hoffnung wächst und lebendig machst, wir bitten dich für uns alle hier in unserer kleinen Welt, in unseren Gemeinden, für unser Land und für die Menschen auf aller Welt, um Trost, um Zuversicht, um Hoffnung und im Glauben. Wir befehlen dir unsere Geschwister an, rund um den Erdball und ganz besonders die Menschen, die uns so nahe sind in Italien, die es so hart getroffen hat, aber auch in Amerika. Wir können keine Ausnahme machen. Wir beten für die ganze Welt und wir stellen uns in diese Gemeinschaft der Leidenden, aber auch der Hoffenden und der Glaubenden. Wir vertrauen dir und bitten dich, dass der Glaube nicht aufhört, sondern trägt und siegt. Amen. Gemeinsam beten wir mit den Worten unseres Herrn Jesus Christus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich lade Sie ein, am Ostersonntag wieder dabei zu sein bei unserem Ostergottesdienst aus Tuningen um 10.30 Uhr und am Ostermontag zum Gottesdienst am Ostermontag aus Thalheim um 11.30 Uhr. Zum Schluss lade ich Sie ein, mitzusingen beim Lied 93, Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Empfangt den Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.